Shit. Guten Tag, meine Freunde der Freiheit. Das ist das erste Geschenke-Video. Ja, will ich mal kurz zeigen, was ich gestern so alles für umsonst bekommen habe. Von Leuten, die mich gar nicht kennen. Lecker Pralinchen von der violetten Marke. Oh, müssen wir eigentlich zuhalten, ne? Egal. Ich habe schon oft gemacht, die werden wir uns nachher einverleiben. Das gab es gestern. Dann eine antike Wasserwaage. Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Habe schon gegoogelt. Das ist wirklich eine alte Firma, die hier oben eingefräst ist. Ja, wahrscheinlich ist das so von fürs Möbel aufbauen gedacht gewesen früher. Schön noch mit Schlitzschrauben, Messing und schön Holz, ne? Sieht man auch nicht mehr heutzutage. So, ein uralten Tablet. Geht. No. Jetzt werden wir gucken, ob der Akku voll ist. Ist auch uninteressant. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr, wie das Ding an- und ausgeht. Geht jedenfalls. Eine uralte Videokassette. Ein B-Movie. Ja, da bin ich so ein bisschen Fan von. Abenteuer, Fantasy so ein bisschen. Uralt jedenfalls. Videorekorder kommt bald. So, das waren die Geschenke. Ja, jetzt wird es interessant. Wunderbare Geschenke gab es noch. Also, von einem guten Freund gab es so kleine Schnapsgläschen. Naja, wie soll ich das beschreiben? Kann man auch schlecht vorführen. Wenn man hier dann den leckeren Schnaps eingefüllt hat, kann man oben durch so eine Art Lupe hineinschauen. Naja, mit ein bisschen Schweinskram drin. Fand ich ganz lustig, waren geschenkt 6 Stück. So, was gab es eigentlich noch? Hier. Ja, das ist so ein bisschen Hobby von mir. Schönes Geld aus diversen Urlaubsfahrten wurden mir überreicht von verschiedenen Leuten. Naja, es hat sich rumgesprochen, dass ich sowas ein bisschen sammle. Alte Rubel oder aus dem Ostblock Geld. Ja. Das fand ich ganz lustig. Ich habe das immer früher unter einer Glasplatte auf dem Schreibtisch ausgelegt. War eine feine Sache. Also das Allerschlechteste von allen kommt aus Rumänien. Das fässt sich wirklich an wie Klopapier. Und nicht wie Geldscheine. Muss man dazu zu sagen. Aber interessant. Also wenn später mal irgendjemand was schicken möchte. Ich hätte gerne eine alte Pfundnote. Oder alte Form. Ja, oder mal so ein 1-Dollar-Schein oder sowas. Ist ganz interessant. Ist nur ein kleiner Teil. Vielleicht mache ich auch mal von dem alten Geld mal ein extra Review. Ich wollte es bloß mal gezeigt haben. Das kam in den letzten 2 Wochen rein. So. Ja, das gab es auch als Geschenk. Feine Teile. Also in Notlagen kann man damit bestimmt noch Feuer machen, weil so ein dickes, schönes Holz. Also wenn mal hier die Zombie-Apokalypse hereinbricht, kann ich wenigstens aus den vielen Bleistiften nochmal ein schönes Lagerfeuer machen. Aber vielleicht kann man damit dann auch ja, ein paar Zombies erdolchen. Geht vielleicht auch. So, ja, das war die Ausbeute aus den letzten 2 Wochen. Ach ja, das gab es natürlich auch. Ich will ja keine Werbung machen, aber das werde ich mir dann auch noch einverleiben. Ach je, ist ja noch mehr. Passt ein Öffner dazu? Wurde gleich mitgeliefert. In echt wäre die Frau natürlich interessanter, aber was soll's. Sie muss nicht zwingend schwarz sein, sage ich bloß. So. Feinstes Mixery. Was gab's noch? Was wollte ich noch zeigen? Ach hier. Für die Handwerker unter uns gab es noch einen schönen Bithalter. So. Einen uralten Flaschenöffner, der hat mir gefallen, sowas sammle ich so ein bisschen. Ja, Flaschenöffner und wenn man sich dann ein leckeres Weinchen einverleiben möchte. So, hier noch ein bisschen Schweinskram. Kameramann, bitte etwas heranzoomen. Hast du es? Runter, so. Und jetzt kann man sich das mal angucken, was die Schweinchen da so machen. Fand ich ganz lustig, das war auch ein Geschenk von dem Witzbold. Auf der Straße gab es das. Naja, gut, das war erstmal mit den spaßigen Sachen alles.
Gut, jetzt kann der Kameramann erstmal einen Cut machen. So, hier ist nochmal das Gläschen. Fand ich wirklich, wirklich nice, dass mir das jemand überreicht hat. Einfach so, bestimmt aus einer Haushaltsauflösung oder ähnliches. Hier sehen wir nochmal die Lupe innen drin. Das ist so aus Glas. Sieht's der Kameramann? Gut. Okay. Ja, wozu ist das eigentlich? Ja, natürlich macht man das in Wirklichkeit nicht mit Alkohol. Deswegen benutze ich einen Alkoholreiniger dafür. Der kommt dann hier oben so rein. Aha. Aha. Ja. Ja. Ich erschrecke mich ganz doll. Auweia. Da ist wirklich Schweinskram drin. Aber eigentlich für die andere Feldpostnummer. Naja. Ich weiß nicht, ob der Kameramann da mal ranzoomen kann. Irgendwas ist schon zu erkennen, ne? So, das gießen wir natürlich weg. Das wird nicht getrunken. So. Jetzt dazu. Ja, okay. Dann kannst du wieder Cut machen.